Fiat Bravo. Bei Fiat haben die Anstrengungen dieser letzten Monate ihre Früchte getragen und führen zum Wiederaufstieg von der Fiat. Die neuen Modelle folgen sich und man könnte fast sagen, irgendwie sind sie ähnlich. Alle haben gemeinsam Dynamik, Effizienz und Styling. Für das Bravo haben sie noch einen Stein dazugelegt. Mit der bis jetzt zur Luftfahrt reservierten Technologien konnten sie dank zahlreichen informatischen Simulationen viel Zeit, Kosten und Energie sparen. Somit wurden eigentlich nur 18 Monate ab dem Entschluss nötig, um dieses neue Modell am Publikum anbieten zu können. Fahrzeug des C-Segmentes kämpft der Bravo natürlich gegen das meistbekannte, der Golf. Aber auch da zeigt sich der Bravo nicht beeindruckt und bietet mit 4,34 m 14 cm mehr in der Länge, mit 179 cm Breite 3 cm mehr und auch in der Höhe gewinnt er 1 cm. Das alle, ohne dass man vom Kofferraum spricht, der mit 400 Liter eines des wichtigsten dieser Segmenten ist. Im inneren Bereich ist es auch gemütlich. Bei einem kurzen Test konnten wir sowohl die vorderen als die hinteren Sitzen testen. Dank einem prächtigen Radabstand von 2,60 Meter bietet der Bravo auch an Menschen über 1,80 Meter und 100 Kilo genügend Platz und Komfort. Das Cockpit schmeichelt das Auge. Verbunden mit Hightech, sogenanntes Blue and Me, gibt es keine Geheimnisse mehr zwischen Funk, Audio und Navi. Der Gleichgewicht zwischen Hauptinstrumentenbrett und zentrale Armatur ist auch gut realisiert. Das Einzige wäre jedoch im ersten Blick so das Glänzen, das schützende Plexiglas vor den Instrumenten, das die Sicht etwas stört. Der Bravo ist als Fünftürer erhältlich. In der Zukunft wurde uns in der Grenze von 2010 ein Kombi angeschildert. Jedoch von einem Dreitürer gab es nichts zu hören. Der Bravo wird in der Schweiz mit Benzin und Diesel angeboten. Ab Ende März können Sie einen 1,4 Liter Benziner mit 90 PS oder 1,9 Liter Diesel mit respektive 120 und 150 PS. Beide mit Filterpartikel natürlich. Preise sind noch nicht bekannt, sollten um die 21.000 Franken anfangen und je nach Ausstattung in Zahl von 4, Aktiv, Dynamik, Emotion und Sport und Motoren variieren. Im zweiten Teil des Jahres kommen dann zwei weitere Motoren, neue sehr leistungsfähige 1,4 Liter Turbomotoren mit 120 und 150 PS. Unsere Meinung, kurz wie unsere Testfahrt, eine spitzige, dynamische und attraktive Linie, ein erfolgreicher und eleganten Stil beschreibt am besten der neuen Bravo. Ein gelungenes Cocktail. Ein Fahrverhalten, der uns ein sehr sicheres und angenehmes Gefühl hinterlassen hat. Ein Pack, der sehr viel Dynamik ausstrahlt. Ein kompletteres Test und komplette Preisliste würde es erlauben, zu entdecken, wie schwer der Bravo den Golf ankratzen kann. Aus Rom für autotour.ch Jean-Louis Vidal.